Mist, das geht genau um einen nicht. Naja, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Huch. 2, 2, 2, 1, 2. Konzentration, ja, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen stiller. Wie gesagt, muss leider sein. So, jetzt kommt das darüber. So. Und damit müsste eigentlich schon die finale Phase erreicht sein. Nein! Aber ich habe noch eine dabei. Ja, Gott sei Dank. Nein! Bitte nicht jetzt. So ein altes Mistvieh kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Na los! Nein! Boah! Wie komme ich jetzt wieder hoch? Ach, Netherrack haben wir zum Glück dabei. So, muss ich mal hier machen. Übrigens haben wir so gar keine Rüstung mehr, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollten wir uns da doch mal was aus Eisen kredenzen. Ich mach das mal anders. Ich mach das mal so. So. Dann haben wir das hier nämlich durch. Und dann können wir nämlich von der Seite... Uah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann haben wir es nämlich viel schneller fertig, als wenn wir da jetzt manuell drüber pilgern. Oder halt hier krampfhaft versuchen, jeden Block einzeln zu setzen. Und kaum zu glauben, aber wahr, aber wir haben ja unseren Eingang so weit fertig. Aua, nochmal ganz kurz die Murmeln geklemmt. Und so sieht das Ganze jetzt aus von hier. Das wäre da hinten natürlich schöner, wenn es ein bisschen abgerundeter wäre. Aber vielleicht kann man hier mit ein paar Fackeln was machen und vor allen Dingen auch mit ein bisschen Ausblick. Aber alles in allem, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht. Akzente haben wir natürlich noch keine drin. Hier sieht man jetzt erstmal nur die Treppe. So, naja. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ach ja, jetzt geht's ja hier normal hoch. Stimmt ja. So, Fackeln bräuchten wir noch. Und da hinten. Wir haben jetzt aber eigentlich alles soweit überdacht, was wir überdachen wollten. Jetzt würde ich gerne erstmal an anderer Stelle weitermachen, weil sich bestimmt schon einige mega darüber abfuseln. Dass wir hier so lange im Nether rumgegurkt haben, nachdem wir so lange in der Höhle waren. Den Nether machen wir natürlich auch noch weiter, aber jetzt haben wir trotzdem noch ein bisschen was anderes zu tun. Und zwar haben wir Melonensamen. Vor allen Dingen müssen wir gucken, dass wir keine Skelette oder so rumgurken. Netherrack lasse ich erstmal hier. Und was ich auch hier lasse, ist erstmal... Na. Kobbel, 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 kobbel. Lass ich erstmal ein bisschen Cobblestone hier. Zack, zack, zack. Und dafür nehme ich mit, ach, einfach alles. So. Ich tausche hier mal das gesamte Inventar aus. So. Ich nehme mal alles mit, bis auf die Cobblestones. Also das, was ich tragen kann natürlich. Gold. 18 Kohle können wir noch stecken. Die Lapis Lazuli. Hm, jetzt bin ich ja doch schon wieder am Grübeln hier, was ich mitnehme und was nicht. Das Holz nehme ich auf jeden Fall mit. Die Fences. Hm, die Diamantspitzhacke würde ich gerne mitnehmen. Überhaupt würde ich... Ach, weißt du was? Pack mal den ganzen Krempel hoch. Doch einfach da rein. So, dann machen wir dieses Ding hier. Den Backpack können wir ja für später mitnehmen. So, Eisen. Popeisen. Sortieren tue ich dann später, ne? Hier so ein Pilz ist auch total wichtig. Und zwei Obsidian, die kann ich eigentlich auch hier lassen, weil wir hier noch ein bisschen mehr abbauen werden. Gravel auch. So, soll erstmal reichen. Und hier müssen wir später auf jeden Fall wiederkommen. Jetzt können wir das ja auch.
Nun denn. Hier können wir eigentlich nochmal... Treppen tausche ich mal gegen Eisenerz. So. Wupp, wupp, wupp. Und dann kommen wir hier immer ganz bequem zwischen unserer Horrorhöhle oder Monsterhöhle oder Mörderhöhle oder whatever, können wir dann immer ganz bequem hin und her wechseln. Auch wenn die Reiseroute ein bisschen länger dauert. Da würde sich eigentlich schon fast so ein Minenkarren hier unten lohnen. Was vor allen Dingen interessant wäre, wenn man den Minenkarren hier drüber legt und dann gegen Schweine ditcht oder so, die da gerade auf dem Gleis rumlaufen. Wäre auch mal spannend. So, da hinten muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. Lal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 
Wollte ich nur mal wieder gesagt haben. So, und jetzt haben wir mich hier, Eins, zwei, drei, vier, und es reicht nicht, weil da unten der Rest liegt. Moment, haben wir da rumgreifen und haben wir denn, wir haben keine weitere Treppe? Hä, da fehlt aber eine. Und wir brauchen Wooden Slabs. Haben wir die zufällig hier rumfliegen? Wooden Slabs und Stairs. Yes, indeed. What fine materials await us in the chest. Herr. Nein! Fängt natürlich super an, also gleich nochmal. So. Jetzt aber, so, bitteschön, bitteschön. Bitte, bitte, bitteschön. So, auf diese Weise sieht es nämlich auch gleich viel symmetrischer aus. Hier geht es jetzt ein bisschen rein, da natürlich nicht. Da könnte man jetzt natürlich auch noch ein bisschen auswuchten, sage ich mal. Und auf diese Weise können wir hier auch wieder schön Bilderchen aufhängen. Von denen wir hier, glaube ich, noch ein paar haben. Und da können wir bald pennen gehen. Endlich mal wieder im Bett schlafen. Zed ist ja unfassbar. Unfassbar. Hallo Baby, ich bin übrigens unfassbar. So, machen wir hier mal was Schönes. Sowas zum Beispiel. Da machen wir mal so eine Geek-Höhle draus. Oder Nerd-Höhle in dem Fall. Hier kommen Schnuckilein. Und dann haben wir hier, naja, unser kleines Nerd-Zimmerchen. Tütüm, 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 tütüm. Zum Glück nervt der Schalter auch gar nicht, aber wir müssen ja leider noch bauen. Haben wir noch ein Bücherregal? Haben wir? Nein, haben wir nicht. Haben wir ja auch nicht. Nein, haben wir leider nicht. Ach, schade. Pass mal auf, dann gehe ich mal ganz kurz Penno-Fatzki machen. Gute Nacht! Blah, nehm's Bett. Aua. Au, au, au. So, schlafen gehen, aufstehen, Brötchen essen. Okay. Hier haben wir nicht ein Bücherregal. Haben wir zufällig noch ein Bücherregal da hinten in unserem Dingensen? Ich bin das Rotkäppchen. Hallo Großmutter, hallo. Oh, ich glaube, da sind doch noch ein paar Bäume aufgegangen. Oha. Hat ja lange genug gedauert. Bücherregale haben wir tatsächlich noch hier, genau wie die Karte, genau wie ein Zelle, genau wie irgendein Klumpatsch, den wir hier eh nicht mehr brauchen. Und hier natürlich auch unser Flatscreen. Ach, ist das schön, sich hier hinzusetzen, aber ein bisschen fernzusehen. Aber haben wir gerade gar nicht die Muße zu, leider. Hier müssen wir natürlich auch nochmal weitermachen. Da war gerade noch ein Creeper. Und hier haben wir eh noch viel zu tun. Das wird noch sehr lustig werden. Kann ich soweit verraten. Allgemein wird es hier noch ein bisschen mehr zu tun geben. Hab das schon so ein bisschen im Voraus geplant. So, Bücherregale wollte ich gerade aufstellen. Und was ich noch machen wollte, dazu laufe ich sofort wieder los. Huch, Hilfe. Ich könnte jetzt natürlich auch so. Hua! 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 Hilfe, Hilfe! Hua! Hua! LSD-Trip! Hilfe! Hua! Wo muss ich hin? Machen wir aber nicht, wir laufen lieber normal. So. Da kann ich ja gleich wieder noch ein Brötchen essen. Unser kleines Strandhaus, das wir auch seit 1000 Jahren mal fertig machen wollten. Hier gibt es ja nicht mal einen Trittschalter. Meine Fresse. Aber ein Huhn im Keller. So, dich wollte ich mitnehmen. Ja, nehme ich einfach mal mit. Kannst du mal sehen. Brauchen wir hier ja sowieso nicht mehr. Und wenn, dann können wir uns hier später noch welche machen. Aber ich wollte gerade keinen Diamanten verschwenden. Deswegen nehme ich einfach die alte Jukebox mit, die wir da hinten eh nicht brauchen. Und jetzt, warte mal. Jetzt machen wir. Just wait a minute. So, die Möwen fliegen tief. Köpfchen muss man haben.